darf zu diesem Zweck gleich die heutigen Referenten begrüßen. Wir haben, ich habe es gerade erwähnt, einen Kreis der Organisatoren, allen voran Alexander Simader, vielen Dank für die Organisation, aber auch die Kollegen der Klima- und Energiemodellregionen, die da sind, der Matthias Zawikowski, der Christian Mesterhasi und der Rainer Leitner. Allesamt ja, Experten in dem Bereich, so wie der Matthias Inhaber eines Raumplanungsbüros ist und Geschäftsführer der Klima- und Energiemodellregion Elsberg-Wienerwald. Er ist Vorstandsmitglied im Energieverein Energiezukunft Wagram, Universitätslektor, mit Fahrvergnügen ganz intensiv beschäftigt, also sehr umtriebig in dem Bereich. Dann ein eher jüngerer Kollege im Kreise der Klima- und Energiemodellregionsmanager, der Christian Mesterhasi, ist Manager der Klima- und Energiemodellregion Ebrechtsdorf, aber noch viel wichtiger, Vorstandsvorsitzender der Thermenstromgenossenschaft in Tattendorf. Den Rainer Leitner, der auch schon mehrere Jahre Chem und Glas in der buckligen Welt betreut und sehr viele Projekte abwickelt. Und natürlich der Alexander Simader, wahrscheinlich den meisten bekannt als einer der sehr untriebigen, nicht nur in den Klima- und Energiemodellregionen, aber auch sonst ein wirklich exzellenter Projektentwickler ist. Und dann vielleicht den erweiterten Kreis der Experten des heutigen Abends. Das wäre einerseits der Daniel Berger von der ENU in Niederösterreich. Seine Themenbereiche sind einerseits die PV-Koordination und in dem Zusammenhang auch natürlich ganz wichtig die Betreuung der Informationsstelle für Energiegemeinschaften. Mit Herrn Berger werden wir beginnen nachher. Dann als weiterer Fachexperte der Peter Mollner, Vorstand der Our Power Energy Cooperative. Er war Geschäftsführer der Ökostrom AG, Geschäftsführer vom Klimabündnis, ebenso von Erneuerbare Energien Österreich und jetzt eben Vorstand von Our Power. Und nicht zuletzt dann der Roland Kuras, Geschäftsführer der Power Solution Energieberatungs GmbH, auch mit langjähriger Beratungs- und Projektentwicklungsexpertise ja, im Bereich der erneuerbaren Energien, um es so salopp zu formulieren. Und im Bereich Strommarkt, glaube ich, ist auch ein starkes Themenfeld. Ja, dann würden wir gleich einsteigen in die Fachinputs, beginnend mit dem Daniel Berger von der ENU, der uns bitte ein bisschen erläutert, was die Unterstützungsdienstleistungen der Niederösterreichischen Energieagentur sein können oder bereits sind im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energiegemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften. Daniel, bitte um deinen Input. Ja, gerne. Schönen Abend auch von meiner Seite. Wie gesagt, Daniel Berger mein Name und bin der PV-Koordinator des Landes Niederösterreich und damit in der ENU zuständig eben das Themengebiet Photovoltaik und in dem Zusammenhang derzeit fast stärker mit den Energiegemeinschaften beschäftigt als mit der PV, zumindest teilweise. Und werde jetzt einen kurzen Überblick, wie gesagt, geben, was wir zu dem Thema so machen in der ENU, auch wenn es natürlich vielleicht keine vollständige Aufzählung wird, weil es wirklich sehr viel los ist derzeit. Ich habe jetzt beim Alexander Simmer im Vorhinein abgestimmt, dass ich vielleicht auch eine kurze Vorstellung mache, was Energiegemeinschaften überhaupt grundsätzlich sind und was die Grundbegriffe sind. Ich weiß nicht, ob das noch immer gewünscht ist, sonst überspringe ich den Part. Grundsätzlich hätte ich es eingeplant, für die, die vielleicht noch nicht so im Thema drinnen sind. Maximal ganz kurz bitte, Daniel. Okay, sonst überspringe ich es gern ganz, ist überhaupt kein Problem. Ja, vielleicht, wenn es Fragen gibt, dann bitte diese zu stellen, wenn es ganz grundsätzliche Fragestellungen gibt. Dann bitte überspringen es, danke. Okay. Also, ich habe es jetzt da schon auf der ersten Folie gleich unsere Message sozusagen, die wir immer gern mitgeben in Präsentationen, die auch immer, gerade wenn Bürgerveranstaltungen anstehen, bringe, dass wir eben als ENU die unabhängige Informationsstelle zur Energiegemeinschaft in Niederösterreich sind. Ganz einfach, weil wir auch in der Österreich-Plattform für Energiegemeinschaften sind, die ich noch einmal kurz vorstellen darf.
Und deswegen auch ständig im Austausch mit der Koordinierungsstelle, mit dem Bundesministerium, um da offene Fragen zu klären. Und bei uns kriegt man quasi auch die abgesicherten Informationen zu dem Thema, weil Experte ist man mittlerweile zu Energiegemeinschaften sehr schnell, weil das Thema halt ein neues ist. Bei uns kriegt man vielleicht nicht sofort jede Antwort, aber wenn man Antwort kriegt, dann nur eine abgesicherte und richtige sozusagen. Also das ist mal wichtig zu Beginn. Dann überspringe ich den Teil, was die Energiegemeinschaften angeht. Wir können sehr gern wenn es Fragen gibt, klären. Unser Unterstützungsangebot ist derzeit aufgeteilt sozusagen in zwei Teile. Der eine Teil ist sehr stark die Unterstützung von jenen, die eher vorhaben, kleine Energiegemeinschaften zu machen. Ich denke da zum Beispiel an die drei Nachbarn, von denen einer eine PV-Anlage hat, aber die anderen zwei noch nicht und die das einfach teilen wollen. Oft gibt es da dann auch noch einen familiären oder freundschaftlichen Zusammenhang vielleicht. Das sind so Projekte, die sehr oft an uns herangetragen werden, wenn es um die Beratung geht. Aber auch viele KMUs sind an dem Thema interessiert und melden sich damit bei mir bzw. bei der ENU. Und zwar oft mit dem Thema, ich habe einen Standort zum Beispiel und ein Privathaus, kann ich da meinen Strom austauschen zwischen diesen beiden Standorten, aber auch Landwirte sind teilweise am Thema interessiert, auch wenn das Thema dort noch nicht so stark verankert ist. Wir haben da eine sehr große Flut sozusagen an Anfragen bekommen, als die ersten größeren Veranstaltungen auch zu dem Thema gegeben hat in Niederösterreich und sind dann auch ein bisschen an unsere Grenzen gekommen, was die Einzelberatungen angeht sozusagen. Deswegen haben wir uns derzeit sehr stark darauf fokussiert, einen guten Überblick auf unserer Website zu machen, wobei man da sagen muss, wir versuchen die Inhalte laufend zu ergänzen und auch mit den neuen Infos und Materialien, die aus der Österreich-Plattform kommen, zu befüllen. Allen voran werden dort sehr bald hoffentlich auch Musterverträge zur Vereinsgründung und zur Energiegemeinschaftsgründung online sein, die gerade erarbeitet werden, um eben solchen kleinen Energiegemeinschaften die Möglichkeit zu geben, einfach zu gründen. Dann gibt es eine ganz grobe Erstberatung sozusagen über die Energieberatungshotline, die wahrscheinlich jedem meisten bekannt ist, wo es dann, wenn es ins Detail geht, aber quasi an mich weitergeleitet wird und an Kollegen, die im Thema auch schon etwas tiefer drin sind als die Berater, an der Hotline, weil wir natürlich noch nicht in der Lage sind, jetzt alle Mitarbeiter 100% auf Stand zu haben bei uns in der EMA. Deswegen ist es noch auf einige Personen fokussiert sozusagen. Und dann haben wir uns mit einem sehr, sehr erfolgreichen Format, also für ein sehr erfolgreiches Format entschieden, was diese Zielgruppe angeht. Und zwar gibt es jetzt am 1. März mittlerweile den 5. Infoabend für Energiegemeinschaften, wo man einfach die Grundbegriffe zum einen erklärt, aber dann durchaus auch schon ins Detail geht, wie funktioniert denn zum Beispiel technisch im Hintergrund die Abrechnung von solchen Energiegemeinschaften? An was muss man denn denken, auch wenn man eine kleine Energiegemeinschaft gründet? In welcher Rechtsform kann man so eine Energiegemeinschaft gründen? Also all das decken wir in diesem Online-Infoabend einmal zumindest grob ab und geben da auch die Möglichkeit, dann quasi Fragen zu stellen. Wir haben da mittlerweile insgesamt ich schätze jetzt so 500 bis 600 Teilnehmer insgesamt gehabt an den 4 Veranstaltungen, die es jetzt gegeben hat. Einige von Ihnen waren, glaube ich, auch schon bei Terminen dabei, was ich jetzt so gesehen habe in der Teilnehmerliste. Und wie gesagt, da wird es am 1. März auch den nächsten geben. Und das Format wird dann in der Weise weitergeführt, dass wir weggehen wollen von diesen reinen allgemeinen Grundinfos und hin zu spezifischeren Themen, was die Energiegemeinschaften angeht. Und das erste Thema in diesem Zusammenhang wird sein, beim Apriltermin
die Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie komme ich denn zu einer EEG und zwar, was wirklich den Anmeldeprozess angeht, beim Netzbetreiber, bei EP-Utilities, auf der Datenaustauschplattform der Energieversorger. Das werden wir da ein bisschen im Detail angehen im Apriltermin. Ich kann nur empfehlen, auch wenn es grundsätzlich wäre, vielleicht mit dem Thema noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat, schaut euch die Website an. Wir haben wirklich versucht, das übersichtlich aufzubauen und wie gesagt, es lohnt sich auch öfter mal vorbeizuschauen, weil wirklich laufend Inhalte dazukommen. Dann die zweite Schiene, die wir quasi aufgebaut haben und die natürlich für uns in der ENO sehr, sehr wichtig ist, ist einfach die Gemeindeberatung, beziehungsweise da kann man sagen, die Beratung von größeren Energiegemeinschaften, auch wenn vielleicht nicht unbedingt nur eine Gemeinde dahinter steht. Zum einen gibt es natürlich auch die Website zu den Energiegemeinschaften und die Hotline, aber da bieten wir als ENO auch den Service an, dass ich zum Beispiel in der Gemeinde mal, sei es online oder vor Ort, eine Vorstellung mache, was ist eine Energiegemeinschaft, welche Möglichkeiten hat eine Gemeinde, wenn sie eine Energiegemeinschaft gründen will, wieder worauf muss man achten, wenn man eine Energiegemeinschaft gründet. Und da geht es also sehr stark darum, einfach den ersten Anstoß zu geben in einer Gemeinde, die einmal eigentlich sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, aber einmal sie erste Überlegungen anstellen will, in welche Richtung es denn in der jeweiligen Gemeinde gehen kann. Weil alle, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, die wissen, es gibt irgendwie einen weiten Bereich, was Energiegemeinschaften angeht. Zum einen, gerade bei Gemeinden, diese Energiegemeinschaften, die eher quasi kommunal intern betrieben werden, sprich, weiß nicht, zum Beispiel vom Beispiel Lilienfeld, vom Fußballplatz zum Freibad zum Beispiel. Also, und dann, das ist die kleinste Variante sozusagen. Aber man kann natürlich dann ins Große gehen, wo man die ganze Bevölkerung mitnimmt und vielleicht sogar die ganze Chem mitnimmt. Und diese Bandbreite ein bisschen zu beschreiben, und das geht es auch, und das den Gemeinden auch klar zu machen, was heißt welche Größenordnung für die Gemeinde. Und das geht es uns da ein bisschen. Wenn es dann wirklich ins Detail geht, dann geben wir das natürlich an etwaige Dienstleister ab, sei es jetzt zum Beispiel, so wie es oft ist, an den Chem-Manager, der sich dann im Detail damit auseinandersetzt und das weiter ausarbeitet. Oder sei es eben an einen anderen Dienstleister, eben, ich brauche es nicht verschweigen, es ist in der Runde sicher bekannt, es wurde ja Ende vorletzten Jahres mittlerweile die Energiezukunft Niederösterreich gegründet, die ja in Niederösterreich Dienstleistungen anbieten soll für Energiegemeinschaften, von der Gründung bis zum Betrieb und zur Abrechnung. Und da ist natürlich einfach, also die sind natürlich auch in den Gemeinden bekannt sozusagen und die übernehmen dann in sehr vielen Fällen auch die Beratung, wobei wir sagen immer, es gibt viele Töchter, aber die eigene ist die schönste. Das heißt, wir sagen jetzt keiner Gemeinde, ihr müsst es mit den EZN machen oder die EZN ist die einzige, die das kann, sondern es geht rein darum zu sagen, das ist eine Tochter von EN und EVN. Wir haben sehr guten Einblick in die Vorgänge und wir wissen sozusagen, dass das ein vertrauenswürdiger Partner ist. Also das ist da eindeutig die Linie. Und es wird auch in Bälde hoffentlich im Zuge der Plattform für Energiegemeinschaften, Österreich Plattform für Energiegemeinschaften, eine Dienstleisterliste online gestellt, wo sich Dienstleister melden können, wenn sie Dienstleistungen zu Energiegemeinschaften anbieten. Und damit hat man dann auch einen unabhängigen Überblick, auf den man verweisen kann. Und das wird sicher vielen, die in der Gründung sind, eine große Hilfestellung, glaube ich, auch sein.
Aber dann gehen wir natürlich auch, vor allem für unsere Pilotgemeinden, die jetzt schon ein bisschen weiter sind, die beraten wir natürlich auch zu Detailfragen, gerade wenn es um die Gründung geht. Wir haben über die Plattform doch sehr viel Know-how aufgebaut und auch über eben die Mitarbeit in den Piloten, auf was man eben achten muss im Detail. Und da stehen wir natürlich einfach zu Detailfragen zur Verfügung, wo man sie einfach dann, wenn man schon den Kontakt zu mir hat, zum Beispiel von einer Gemeindevorstellung, dann kann man jederzeit nachfragen sozusagen. Also derzeit ist das nur ein sehr informeller Zugang sozusagen und noch nicht ein fix und fertig aufgebautes Standardprozedere, was die Beratung angeht, weil wir einfach in der Startphase sind. Und was es aber schon gibt als fixes Paket, ist das Kommunikationspaket, das man über die ENO buchen kann, sprich wenn eine Gemeinde tatsächlich eine Energiegemeinschaft ins Leben rufen will, dann kann sie dazu unsere Unterlagen zur Kommunikation verwenden. Da gibt es eine Gemeindezeitungsvorlage, da gibt es ein Plakat, da gibt es eine Vorlage für einen Infofolder. Und das kann man einfach unter einer angeführten Website buchen und kriegt dann von uns die Unterstützung bei der Umsetzung. Das ist nur kurz die Vorstellung, wie das in etwa ausschaut. Also wie gesagt, es gibt da Vorlagen und Muster für die Gemeindezeitung, Bürgermeisterbrief etc. Und um 100 Euro Selbstkostenbeitrag, weil es wir von einem Grafiker überarbeiten lassen, die Dokumente, gibt es eben auch ein Plakat und einen Werbefolder. Jetzt noch ein paar Worte zur Arbeitsplattform Energiegemeinschaften Österreich, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Und zwar, warum hat man eigentlich eine Arbeitsplattform gegründet? Im Endeffekt haben wir sehr schnell in den Bundesländern gesehen, dass wir ein Beratungsangebot aufbauen müssen, dass es Informationen dazu gibt, dass wahnsinnig viele Fragen offen sind. Und man hat einfach gesehen, dass nicht jedes Bundesland das für sich selber lösen kann und lösen will. Und deswegen hat man einfach die Initiative ergriffen, gemeinsam mit der Koordinierung, mit der Bundeskoordinierungsstelle. Hallo an die Eva Dvorak, die Leiterin ist ja heute bei uns in der Runde. Und deswegen hat man einfach diese Plattform gegründet, in der jetzt die unterschiedlichen Themen von den Bundesländern in Zusammenarbeit aufbereitet werden. Ich würde jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es geht uns einfach darum, dass es zum einen eine abgestimmte Vorgangsweise gibt in den Bundesländern, dass wir ein gutes Beraternetzwerk aufbauen. Und dass man das auch in einer hohen Qualität aufbereiten, damit man einfach viele EEGs auf den Weg bringt in ganz Österreich. Kurzer Überblick, man kann sich das gern dann auch noch ansehen im Nachhinein. Ja, ich bin gleich fertig. Eine Minute habe ich noch, oder? Ja, gut. Genau. Das ist meine letzte Folie. Wie gesagt, also es sollen da sehr viele Dinge erarbeitet werden. Es sind gerade Pionierprojekte im Laufen, nur für Niederösterreich will ich es nennen, Lilienfeld, Kapellen und Berchtoldsdorf, die wir da ein bisschen intensiver begleiten. Dann wird es Beratungsbroschüren geben, eine gibt es schon, das ist die Gemeindebroschüre. Es gibt Best-Practice-Videos, die gibt es auch, da gibt es auch schon einige, die fertig sind, weitere Folgen im Laufe des Jahres. Erklärvideos kommen jetzt vermehrt, wo sich viele Themen klären sozusagen. Und verschiedenste Ratgeber, aktuell arbeitet man gerade am Ratgeber für Steuern und Abgaben, weil der einfach sehr stark nachgefragt wird und das eines der Themen ist, das wirklich, wo sehr viele Fragen offen sind. Deswegen wird der im Laufe der nächsten Monate hoffentlich fertig sein. Wir bitten da immer ein bisschen um Verständnis, dass man nicht die schnellsten, aber dafür die sind, die dann tatsächlich die abgesicherten Infos haben. Vielen Dank, Daniel, für den Abriss. Es gäbe sicher mehr von es den Unterstützungsdienstleistungen zu berichten. Ich würde davon ausgehen, dass die Präsentation den Modellregionsmanagern ohnehin zur Verfügung gestellt wird, genau. Wird man dann auch finden, kann auch ein bisschen nachlesen. Mhm. Als nächsten würde ich auch gleich hereinbitten den Rainer Leitner.
Von meiner Seite vielleicht noch eine Frage. Hat sich schon ein bisschen herausgestellt, wo die Schnittstellen sind zwischen den kostenlosen Beratungsangeboten und wann es dann kostenpflichtig wird, weil es intensiv wird? Also ist man schon in der Phase, oder? Ja, also man ist eindeutig in vielen Gemeinden schon in der Phase. Ich kann sie eh quasi sagen, also bei der EZN sind derzeit 80 Gemeinden unter Vertrag sozusagen, die tatsächlich mit ihnen gestartet haben. Aber auch in vielen anderen Gemeinden stellt sich das sehr schnell heraus, weil sobald es darum geht, tatsächlich zum Beispiel erste energiewirtschaftliche Berechnungen zu machen, um sich zu überlegen, kann so eine Energiegemeinschaft wirtschaftlich betrieben werden, sind wir als INO sozusagen draußen. Und dann braucht man sehr schnell, wenn man im größeren Bereich unterwegs ist, einen Dienstleister. Okay, da gibt es ja auch, vom Klimafonds eben die Ausschreibung, in denen diese Piloten sozusagen dann auch sehr stark unterstützt werden. Ja, danke. Rainer, hast du Fragen hierzu, nachdem du ja auch ein Dienstleister in einer anderen Rolle bist? Als Modellregionsmanager? Ja, meine Frage wäre schon, was habt ihr gemerkt, welche Beratungstools oder was wird bei euch am meisten angefragt in der ENO? Jetzt sind das die Textbeispiele für die Zeitung oder was ist das, was wirklich am meisten angenommen wird? Ja, auf Gemeindeebene ist es eindeutig die erste Information, die jetzt in den Gemeinden angefragt wird. Weil die schon weiter sind, die sind sowieso schon bei den Dienstleistern unterwegs. Und die wirklich am Start sind, die kommen sehr schnell zum Glück zu uns und holen sich dort die Unabhängigen. Vielleicht darf ich auch kurz ein ganz Stimmungsbild zeichnen von uns aus der Region, Kemmerregion, Bucklige Welt, Wechselland. Es sind einige Gemeinden, die interessiert waren. Es ist jetzt so, dass die Stadtgemeinde Kirchschlag zu den Pilotgemeinden gehört, der wirklich schon relativ weit sind. Sie haben schon wirklich Unterstützungserklärungen bzw. Interessenten, die so gut wie fix sind. Also insgesamt machen da jetzt 27 Haushalte unter Anführungszeichen mit. Davon sind 15 Einspeiser und 12 Bezieher. Und die Gemeinde ist einer der Einspeiser und die sind recht brav. Also die haben Kraft-Wärme-Kopplungen und auch für PV-Anlagen, die sind allein mit 9 Anlagen dabei. Und muss man sagen, funktioniert recht gut. Am Montag haben wir die nächste Besprechung. Eben mit der EZN ist da der Dienstleister, mit dem wir das machen. Und ja, es ist jetzt schon kurz vor der Gründung, wird wahrscheinlich ein Verein werden. Also da wartet man ein bisschen. Das ist jetzt Gegenstand der Besprechung am Montag. Und was interessant ist, weil es vor dem Chat auch schon die Frage gekommen, wie das dann verbreitet wird, was die nächste Gemeinschaft gibt. Bei uns in der Region ist es so, dass ich als Cam-Manager da die Drehscheibenfunktion übernehme. Und bei uns war das natürlich auch schon so, dass Anfragen von anderen Ortschaften kommen. Wir sind schon herumgesprochen, dass in Kirchschlag was passiert. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei, dass wir die vernetzen und wie das dann auch technisch alles geht. Also das heißt, ich mache in dem Fall da die Drehscheibe zwischen der EZN und in dem Fall der Stadtgemeinde Kirchschlag, aber auch anderen Gemeinden, die dann Interesse haben. Ja. Ja. Nur vielleicht, weil Sie angesprochen haben, eben die Vereinsgründung. Da gerne auch nochmal an mich wenden, wenn es Fragen gibt. Wir sind da wirklich gerade sehr, sehr tief drin in dem Thema, in der Plattform. Und bald werden unsere Statuten eben fertig sein. Aber es gibt schon vorläufige Versionen. Also bitte anfragen, wenn es wirklich Detailfragen dazu gibt. Und das kann ich empfehlen, wenn ich vielleicht noch was sagen darf, die ganzen Infomaterialien von der ENO sind immer sehr hochwertig und auf die kann man sich auch verlassen, das muss man schon sagen, auch für uns aus der Praxis her. Freut mich, danke. Ja. Super. Vielen Dank, Rainer, dass du auch aufgezeigt hast, wie die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Dienstleistern optimal funktionieren kann. Ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste, dass man miteinander gut arbeiten kann und dass quasi die Getriebe Bausteine ineinander greifen und somit gute Projekte rauskommen. Das ist uns aller Intention. Genau. Danke euch beiden. Ich möchte jetzt gleich zum nächsten Thema springen, nämlich das Thema der Bürgerenergiegemeinschaften. Ein verwandtes Thema zu den erneuerbaren Energiegemeinschaften. Und möchte hier den Peter Mollner bitten, uns etwas zu erzählen zum Thema der Bürgerenergiegemeinschaften und deren Zweck.
nämlich aus dem Fokus heraus von Our Power, die ja bereits vor dem Gesetz, dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, schon gewissermaßen an dem Thema lange gearbeitet haben und hierzu ganz super Expertise haben. Bitte, Peter, du bist hoffentlich bei uns irgendwo. Ich bin da und ich brauche aber die Freigabe des Teilnehmerbildschirms, bitte. Ja, das versuchen wir gleich mal. Ja, passt. Sehr gut. Bitte, Peter. Bitte sehr, ja. So. Ist es sichtbar, meine Präsentation? Ja. Aber ich glaube nicht die Präsentation, sondern nur das PPT-File, oder? Ist die Präsentation auch sichtbar? Nein, man hat die Präsentation gesehen. Jetzt sieht man, also vorher hat man die Präsentation gesehen, okay. Jetzt das. Ja, passt. Jetzt passt es. Ja, vielen Dank. Meine Zeit sind 15 Minuten, stimmt das? Ja. Habe ich das richtig? Ja, danke. Yes. Gut. Ja, herzliches Hallo und grüß Gott. Mein Name ist Peter Molnar. Ich bin jetzt schon seit 25 Jahren in der Ökostrom- und Klimaschutzbranche tätig und habe jetzt seit 3,5 Jahren gemeinsam mit Ulfert Höhne die Our Power Energiegenossenschaft begründet. Und es stimmt, was vorher gesagt worden ist. Also wir haben sehr viel Erfahrung bei der Ökostrom AG natürlich gesammelt mit 100% Ökostrom und Ökostrombelieferung. Und sehen jetzt die Our Power, die wir als Genossenschaft gegründet haben, und da komme ich dann nachher auch dazu, warum, sehen wir die einmalige Gelegenheit und Chance, auch die Bürgerbeteiligung in Österreich wirklich auf ein anderes Niveau zu heben. Wir sind seit ungefähr 3,5 Jahren jetzt unterwegs als Energiekooperative. Wir haben uns nicht als österreichische Genossenschaft gegründet, sondern als europäische Genossenschaft. Wir haben als europäische Genossenschaft mehrere Vorteile. Einer der großen Vorteile ist, dass es keine Nachschusspflicht gibt bei Genossenschaftsmitgliedern. Das heißt, alle Mitglieder, die bei der europäischen Genossenschaft dabei sind, haften mit ihrem Kapital. Ob das jetzt 100 Euro sind, das ist ein Anteil, oder 2000 Euro. Es gibt keine Nachschusspflicht, so wie in Österreich. Und es gibt eine eindeutige One-Person-One-Vote-Regelung. Das heißt, es ist egal, wie viele Anteile man zeichnet. Man hat immer eine Stimme in der Generalversammlung. Die Organisation der Our Power ist so, dass wir einen Vorstand haben, das ist der Ulfert Höhne, ich und in Zukunft auch eine Dame, die Hemma Bieser, und einen Aufsichtsrat, einen sehr kompetenten, und dann eben die Generalversammlung mit rund, ich glaube derzeit haben wir knapp über 500 Genossenschaftsmitglieder und ein Grundkapital, ein Genossenschaftsgrundkapital von knapp über 600.000 Euro. Wir sind eigentlich von der Voraussetzung her eine Bürgerinnen-Energiegemeinschaft. Wir haben uns aber noch nicht als Bürgerinnen-Energiegemeinschaft etabliert, will man sagen, weil es ist interessant, von den drei Formen der Energiegemeinschaften, die es gibt, wir halten noch immer die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage auch als eine der Formen, auch wenn sie jetzt nicht neu ist. Aber wir merken, dass es bei den Nachfragen über Energiegemeinschaften auch sehr viele eigentlich gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen sind, die jetzt wieder interessant sind. Und warum wir noch keine Bürgerinnen-Energiegemeinschaft sind, ist ganz einfach. Es gibt für gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen sehr gute Vorteile. Es gibt auch für erneuerbare Energiegemeinschaften sehr tolle Vorteile. Der Gesetzgeber hat allerdings vergessen, für Bürgerinnen-Energiegemeinschaften Vorteile zu machen. Und derzeit gibt es sogar nicht nur keine Vorteile, sondern auch Nachteile. Das heißt, die Smart-Meter-Verpflichtung, eine eigene Organisationsform zu finden. Und der größte Nachteil ist natürlich, dass es diese mehrfache, multiple Teilnahme an Energiegemeinschaften erst ab 2024 geben wird. Ab 01.01.2024 ist es möglich, dass man in mehreren Energiegemeinschaften sowohl als Erzeuger als auch als Verbraucherin drinnen ist. Und dadurch, dass diese Möglichkeit verschoben worden ist von 01.01.2022 auf 2024, sehen wir derzeit wenig Notwendigkeit, dringend eine Bürgerinnen-Energiegemeinschaft auch wirklich zu gründen. Das Zweite ist, dass wir eigentlich
an der Art und Weise, wie wir unseren Our Power Marktplatz aufgebaut haben, schon immer die Energiegemeinschaften mitgedacht haben. Wir betreuen derzeit 200 Energieanlagen, Ökostromanlagen von Windrädern über Kleinwasserkraft bis 2 Megawatt Freiflächen-PV-Anlagen bis zu kleinen PV-Anlagen und auch eine Biogasanlage, das heißt über ganz Österreich 200 Ökostromanlagen und haben derzeit knapp über 1000 Teilnehmerinnen an unserer Plattform und rechnen jetzt schon, also das, was die Dienstleister derzeit noch entwickeln, wir rechnen seit 2 Jahren diese gesamten Energie viertelstündlich ab. Derzeit noch mit Lastprofilen, so wie es in den letzten Jahren, 20 Jahren bei der Energiemarktliberalisierung war. In Zukunft natürlich viertelstündlich, da komme ich dann nachher auch noch dazu. Wir haben uns als Genossenschaft gegründet, weil wir eben nicht nur Dienstleister sein wollten für Energiegemeinschaften, sondern eigentlich auch eine große Energiegemeinschaft an sich. Und unser Ziel ist, und da komme ich ganz zum Schluss dazu, wir sind derzeit in der Entwicklung, was die ideale Organisationsform für Energiegemeinschaften ist. Es wird auf jeden Fall mehrere sein, aber unser Ansatz wäre eigentlich gewesen, dass wir versuchen, mit einer Genossenschaft und vielleicht anderen Vereinen und oder anderen Genossenschaften so viel wie möglich selbst, also dass wir machen als Dienstleister und auch als Teilnehmer bei Energiegemeinschaften und die Vereine, die regionalen Vereine und Genossenschaften eigentlich wirklich nur die Akquisition und Betreuung der Teilnehmerinnen machen müssen und alles andere von Our Power abgewickelt wird. Ganz wichtig von meiner Warte ist nicht nur, welche Formen der Energiegemeinschaften gibt, sondern warum machen wir das überhaupt und warum hat der Gesetzgeber so viel Aufwand betrieben? Für mich ist es, ich bin seit 20, 25 Jahren in der Ökostrombranche tätig und bin auch Aufsichtsrat bei einer Windkraftfirma. Für mich ist die Bürgerbeteiligung eines der allerwichtigsten Themen. Ich glaube, dass wir Energiewende und Klimaschutz nur dann schaffen, wenn wir wirklich rund 20-30% der auszubauenden Ökostromkapazitäten, das sind diese berühmten 27 Terawattstunden, was Österreich bis 2030 zubauen muss, damit wir die 100% Ökostrom bis 2030 erreichen. Und wir wollen, dass 20-30% dieser auszubauenden Ökostromkapazitäten über Bürgerinnenbeteiligungen erfolgt. Der Slogan, den wir hier prägen, ist von Betongold. Die meisten Leute haben ein bisschen was auf der Seite und haben in Immobilien investiert. Und da ist aber die Luft schon wenn sie hoch ist, ist sie ziemlich dünn. Und wir wollen von Betongold zum Sonnengold. Das heißt, wir werden Beteiligungsformen für PV und so weiter anbieten über ganz Österreich. Das heißt, dass man sich an PV-Anlagen beteiligen kann und dann den Strom über unseren Marktplatz zurückbekommen kann. Und das Zweite, was viel zu kurz gesehen wird, was aber für uns ein ganz wichtiger Aspekt dieser Energiegemeinschaften ist, man merkt, wir sind schon ein bisschen tiefer im Thema als die meisten. Also wir sind schon weit weg von der Organisationsform, sondern wir wollen auf jeden Fall die Vorteile von Energiegemeinschaften so machen, dass wir die Einbindung von den diskontinuierlichen erneuerbaren Energiequellen ins Energiesystem machen, indem wir zum Beispiel automatisierte Koordination von Energiemanagementsystemen machen. Was ist das? Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, ist aber relativ einfach. Wir versuchen einfach viertelstündlich nicht nur zu messen, das ist ja einer der großen Probleme derzeit bei den Energiegemeinschaften, bei der Abwicklung und Abbrechen von Energiegemeinschaften, dass die Netzbetreiber noch nicht so weit sind, wie eigentlich vom Gesetz her sein sollten. Erst ab 3.10. ist jetzt geplant, dass ein adäquater Austausch von Daten erfolgen soll. Und wir sehen da aber sehr wohl auch ein Potenzial für Drittdienstleister. Das heißt, dass wir nicht nur Netzbetreiber brauchen, die Daten, sondern wenn du eine eigene Organisationsform bist, wie zum Beispiel die Bauer Energiegenossenschaft, kannst du eigene Verträge machen mit eigenen AGBs. Und da könnte man zum Beispiel auch hineinschreiben, dass die Daten innerhalb der Energiegemeinschaft nicht nur vom Netzbetreiber kommen müssen, sondern auch durch andere Datenquellen kommen können. Was bedeutet, dass wir mit einem Partner, wo wir derzeit schon in einem internationalen Projekt sind, viertelstündlich auslesen können. Wir können eigentlich in Millisekunden auslesen und wir können auch in Millisekunden eingreifen ins System. Das heißt, wir wollen die automatisierte Einbindung von Wallboxes, E-Autoladen, von Wärmepumpen, E-Boiler, von den gemeinschaftlich betriebenen Stromspeichern. Das heißt, wir wollen schaffen, dass, und das sehen wir als riesigen Vorteil dieser erneuerbaren Energiegemeinschaften oder aller Energiegemeinschaften, dieses Energiesystem der Zukunft wirklich darzustellen, wo wir die Diskontinuität der erneuerbaren Energiequellen ausgleichen können, indem wir in Echtzeit eingreifen können. Für uns ist es, das Zweite ist auch wichtig, wir haben das immer die Energiegemeinschaften als soziale Innovation gesehen und nicht nur den rein technischen Zugang.
obwohl ich jetzt vorher sehr viel Technik geredet habe und auch nachher noch näher darauf eingehe, für uns ist es vor allem, wir wollen, dass die Bürger und Bürgerinnen eingebunden werden in die Energiewende und in den Klimaschutz. Und wir sehen, dass die Chem-Managerinnen, die in den letzten 10 Jahren sehr gute Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter geleistet haben, mit den Energiegemeinschaften natürlich ein tolles Tool bekommen, wo sie die Aktivität der Bürger und Bürgerinnen regional stark verbessern können. Und wir von Our Power wollen ein Full-Service-Anbieter sein. Das heißt, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und die Technik soll aber im Hintergrund sehr gut funktionieren. Und wie gesagt, wir haben da schon 2,5 Jahre Vorsprung. Wir rechnen jetzt schon ab und man kann zum Beispiel eine PV-Anlage aus Vorarlberg, kann man seine Wohnung seiner Tochter oder seines Sohnes in Wien, in Salzburg oder Graz versorgen. Rein bilanziell natürlich. Wichtig ist uns der Begriff Bürger. Bürger sind nicht jene, die nur in der Gesellschaft leben, sondern zum Bürger wird, wer sie verändert. Also für uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir die Aktivität dieser Bürgerinnen unterstützen. Wir haben gesehen, dass wir in Österreich, weil ich vorher das gesagt habe, diese 20-30% Ökostromausbau, das klingt natürlich ein bisschen vermessen, aber wir sehen sehr wohl sehr viele Bürgerbeteiligungen, erfolgreiche, die es schon gibt. Wir haben 500 Genossenschaftsmitglieder, die Windkraft Simonsfeld hat über 2000 Aktionäre und 2000 Anleihengeberinnen, die Ökostrom AG hat 2000 Aktionäre, die WEB Windenergie hat 4000 Aktionäre und Anleihengeberinnen. Die Bürgerbeteiligung der Wien Energie ist sehr erfolgreich mit rund 10.000 Beteiligten. Es gibt extrem viel Bürgerbeteiligung in den Regionen mit weiteren 10.000 Beteiligten. Und wir haben sehr viele Biomassegenossenschaften in Österreich mit rund 20.000 Mitgliedern. Warum habe ich das jetzt so schnell gemacht? Ich wollte eigentlich auf die Zahl kommen. Wir haben derzeit schon 50.000 Österreicher und Österreicherinnen, die ihr Geld eben nicht in Betongold angelegt haben, sondern auch in Sonnengold, indem sie externe erneuerbare Energieprojekte beteiligt sind. Das heißt, es sind nicht die 120.000 bis 140.000 PV-Anlagenbetreiber gemeint, sondern es sind die, wie du und ich, die nicht nur eine PV-Anlage hoffentlich haben am Dach, sondern die sich auch mit Geld an erneuerbaren Energieprojekten beteiligt haben. Und die Energiegemeinschaften sollen dazu führen, dass wir eben von diesen 50.000, die sich bis jetzt beteiligt haben, das verzehnfachen auf 500.000 Beteiligte. Und über diese 500.000 Beteiligte, wenn jeder 4.000, 5.000 oder 2.000 bis 4.000 Euro hergeben kann, dann können wir wirklich einen großen Anteil der Energiewende über Bürgerbeteiligung machen. Das Zweite, was ich als Vorteil der Energiegemeinschaften sehe, ist eben diese Vernetzung. Die Vernetzung der Leute, aber auch die Vernetzung der Daten. Und da haben wir ein großes Problem mit den Netzbetreibern. Das kann man auch offen und ehrlich aussprechen. Die Netzbetreiber sind vom Niveau her in den 80er, 90er Jahren derzeit noch unterwegs. Eine Echtzeitauslesung ist nicht angedacht. Das ist, man kriegt die Daten 24 Stunden im Nachhinein, bestenfalls. Derzeit über die EDA-Datenbank kriegt man sogar einen Monat im Nachhinein. Und ich sage immer, ein Monat oder 24 Stunden im Nachhinein ist so, wenn ich die Zeitung von gestern lese. Die Überschriften sind vielleicht noch interessant und aktuell, aber alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Das heißt, wir brauchen Echtzeitdaten und da sind wir in mehreren internationalen Projekten, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten, dass wir nicht nur die Echtzeitdaten auslesen können, sondern auch diese Daten bekommen. Was ist unsere Lösung? Wir wollen Komplettanbieter sein. Das heißt, wir haben derzeit einen Marktplatz, wo man schon jetzt als Produzent selbst bestimmen kann, zu welchem Preis ich meinen Strom hergeben will. Natürlich moderieren wir diesen Marktplatz und man kann nicht um 40 Cent seinen PV-Strom hergeben, sondern der Durchschnittspreis ist derzeit 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Und als Kleinwasserkraft- und Windkraftbetreiber und als Biogasanlagenbetreiber kann man seinen eigenen Preis verlangen. Wir von Our Power legen 1 Cent pro Kilowattstunde drauf. Das ist die Gebühr unseres Marktplatzes. Und dann um 1 Cent mehr, als was der Anbieter will, ist man dann beim Kunden. Und die Kundin bekommt ein Angebot, immer aus 4 Kraftwerksarten, wenn sie verfügbar sind. Derzeit ist bei uns Biogas ausverkauft. Das heißt, man kommt derzeit aus 3 Kraftwerksarten, aus Windrad, aus der Umgebung, aus Kleinwasserkraft und aus Photovoltaik ein Stromangebot. Derzeit sind wir sogar viel billiger als die meisten anderen. Aber natürlich müssen wir auch den sehr hohen Preisen Rechnung tragen und haben einen sogenannten Marktkostenzuschlag einführen müssen. Wenn man bei Our Power ist, dann ist es derzeit schon so, dass man von 4 Kraftwerken versorgt wird und man bekommt dann noch eine Abrechnung und kann ganz genau beurteilen, woher man den Strom bekommt. So, jetzt noch zum Schluss die ideale
Organisationsform, die offenen Fragen, die wir sehen zu Energiegemeinschaften. In aller Kürze will ich das ganz kurz durchgehen. Also meiner Ansicht nach muss man beurteilen, ob man einen Verein, eine Genossenschaft gründet oder einen Full-Service-Anbieter wie Our Power nimmt. Man muss die Gründungskosten, das Gründungskapital betrachten. Man muss die Bilanzierungspflichten, die Mindeststeuer, die man hat. Man muss, wie schnell und wie langsam kann ich Teilnehmer und Mitgliedschaften machen und auswechseln. Es wird eine hohe Fluktuation geben. Es kann auch sein, dass für die verschiedenen Formen der Energiegemeinschaften verschiedene Formen, Organisationsformen ideal sind. Man muss klären, wie ist die Entscheidungsfindung in einer Energiegemeinschaft und vor allem man muss klären, wo ist die Haftung und wer hat die Haftung. Und gerade bei Vereinen hat der Vereinsobmann eigentlich eine persönliche Haftung und wir sehen das gerade, wenn es größer wird, diese Energiegemeinschaft, Vereine als nicht die ideale Form an, weil es eben dann zu persönlichen Haftungen der Vereinsobmänner kommt. Welche Prüfungen und Kontrollmöglichkeiten muss man haben? Welchen laufenden Kosten- und Organisationsaufwand? Wie funktioniert die Versteuerung? Da kann ich den Daniel Berger nur recht geben. Das ist ein Riesenthema, ein riesiges Thema. Was macht man mit Gewinne der Gesellschaft? Gibt es Bindung und Kündigung? Das ist ein Riesenthema. Wie lange kann man Leute binden? Derzeit nach Konsumentenschutzgesetz können Leute nur ein Jahr gebunden werden. Das bedeutet aber, dass sie nach einem Jahr natürlich die Energiegemeinschaft auch wieder verlassen können. Was ist, wenn sie beteiligt sind an einer PV-Anlage? Gibt es da mehrere Möglichkeiten? Eine Minute habe ich noch, oder? Wenn ich richtig ja, kann. Bitte. Ja, genau, sehr gut. Bankable, also kann man als Verein zum Beispiel 1 Megawatt PV-Anlage bei der Bank einreichen und sagen, ich will 80% Fremdkapital haben. Der Aufwand für den Mitgliederwechsel, was für Wachstumsmöglichkeiten hat man, wie sollen die Abrechnungen und Schnittstellen sein und das, was das Besondere bei Our Power ist, und damit höre ich auch auf, ist, wir bieten nicht nur an, dass wir die Gemeinschaften etablieren und unterstützen, sondern wir bieten auch an, dass wir den Überschussstrom verkaufen von den Gemeinschaften über unseren Marktplatz, der jetzt schon etabliert ist. Und wir können auch die Reststrombelieferung machen. Das heißt, es ist ja so, wenn man eine Energiegemeinschaft ist, dann ist trotzdem die freie Stromlieferantenwahl da. Das heißt, man kann bei dem Anbieter bleiben, wo man derzeit ist. Und wenn man will, kann man auch bei Our Power nicht nur die Energiegemeinschaft abwickeln und den Reststrom, den Überschussstrom vermarkten, sondern eben auch den Reststrom über Our Power beziehen. Vielen Dank. Hallo Peter, jetzt habe ich mir so viele Fragen vorher überlegt, die da, also ich war mir schon sicher, dass ich weiß, was ich da jetzt dann stelle. Wolfgang, hast du noch eine Frage, weil ich habe, mir hat die letzten zwei Folien, die haben mir jetzt echt ein bisschen geschafft. Und schlecht. Wolfgang, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Peter, da sind, ich weiß nicht, 15 Minuten spannender Vortrag und mit den letzten zwei Folien hast du wahrscheinlich alle geflasht. Ich sehe nur Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Und das, wenn ich vorher höre, da sollen 500.000 Bürger mitmachen und es wird alles lässig, alles leibend. Ich weiß jetzt das nicht, auf die letzten zwei Folien. Alexander, ich mache das wirklich absichtlich. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, also seit 2,5, 3 Jahren. Und uns ist natürlich klar, dass Energiegemeinschaften es extrem wichtig ist, dass es vor Ort Leute gibt, regionale Kümmerer und Kümmerinnen, die auch wirklich die Leute zusammentreiben, sage ich jetzt einmal, despektierlich, und zusammenhalten. Aber die Abwicklung von Energiegemeinschaften ist hochkomplex, ist sehr strommarktorientiert und da muss es wirklich professionelle Dienstleister geben und wir sind heute einer davon. Und ich wollte da niemanden abschrecken, ich wollte nur zeigen, Energiegemeinschaft ist schon ein Mammutprojekt. Also das ist jetzt nicht nur so, ich mache jetzt schnell eine Energiegemeinschaft. Also da braucht man einen verlässlichen Abwickler, der eben die vielen Sachen, die da zu bedenken sind, auch wirklich abnehmen kann. Was aus meiner Sicht sehr interessant ist, ist, dass trotzdem der Zeitraum seit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz und den ersten Verordnungsregelungen und so weiter, doch sehr, sehr viel Interesse besteht, was ja an sich im Sinne der Bürgerbeteiligung sehr gut ist. Aber auch in die Richtung gehend, es wird aus meiner Sicht vermutlich auch da noch einige Hörner sich abzustoßen geben, weil das Interesse ist eigentlich überwältigend für das, dass wir jetzt erst tatsächlich einmal in eine Phase kommen, wo erste Piloten laufen, wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen dargestellt werden,
die Abrechnungsmodalitäten im Sinne von Big Data, also alles sehr komplex und insofern eine Mammutaufgabe bei den vielen, was wir zuerst schon gehört haben, möglichen Vertragspartnern der EZN und der Klima- und Energiemodellregionen, also eigentlich fast eine richtige Lawine, die einer starken Dienstleistungsunterstützung bedarf. Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang möchte ich jetzt den Matthias Zawichowski bitten. Kollege Wolfgang, ich habe gesehen, der Daniel Berger hat noch die Hand gehoben. Ich glaube, da ein Statement zu machen. Bitte, Daniel. Ja, ich hätte nur eine Frage an den Peter Mollner, und zwar mein Zugang zu Energiegemeinschaften wäre ja der, dass man sagt, ich beziehe erneuerbaren Strom aus der Region und warum soll der billiger sein als der vom Netz? Also als der von meinem Energieversorger. Das ist ein Umlegen auf die Eier vom Nachbarn, die wir auch nicht billiger beim Nachbarn als beim Supermarkt haben. Ja. Ich sehe aber in der Diskussion sehr stark, dass es viele Bürger gibt, die für die rein das Preisthema zählt. Und für mich ist die Frage, wie können wir mehr dazu bringen, von diesem reinen Preisthema wegzukommen und diese gemeinschaftlichen und Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Wie seht ihr das als Auerpower? Ja, also das ist eine tolle Frage und da muss ich eine Sache dazu sagen, ich kenne den Strommarkt eben schon sehr lange und habe den Tarifkalkulator auch mit konzipiert und mir hat das extrem geärgert, dass der Tarifkalkulator der E-Control eigentlich nur über einen billigen Preis funktioniert. Also der billigste ist immer als erster und so weiter. Und wir von Auerbauer machen das aber ganz anders. Bei uns war es so, dass wir eigentlich vor dieser Strompreishausse, die da jetzt passiert ist durch die extrem hohen Gaspreise, waren wir immer ein relativ teurer Anbieter, also mit rund 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt sind wir mit den 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde plötzlich ein sehr billiger Anbieter. Und das, was wir aber im Auge haben, ist das, wir wollen, dass einerseits die Erzeuger von Ökostrom eine angemessene Rendite haben, dass sie ausbauen können, aber andererseits auch die Kunden wirklich eine langfristige Preisstabilität. Alle unsere Erzeugerinnen haben zum Beispiel 7 Jahre Preisgarantie gegeben. Das ist in der jetzigen Phase natürlich alles toll und super, aber wir wollen immer ein Ausgleich sein. Das heißt, wir werden sehr wohl schauen, dass regionale Ökostromanlagen auch einen Anteil an dieser Preissteigerung jetzt bekommen. Und auf dich zu antworten, also wir wollen eigentlich eine langfristige, stabile Beziehung schaffen zwischen regionalen Ökostromanbieterinnen und den interessierten Kundinnen, regionalen Kundinnen und unabhängig von Marktpreisentwicklung. Also wie der Putin jetzt denkt und was er macht, soll uns wurscht sein, weil wir wollen, dass der Ökostrom ausgebaut wird in Österreich und wir wollen, dass die Leute engagiert sind und vielleicht auch investieren können in Erneuerbare. Vielen Dank, Peter, für deine Erläuterungen. Ja, der soziale Aspekt ist natürlich ein ganz wichtiger. Matthias, an dich die Frage, welche Aktivitäten laufen gerade in deinem Wirkungsbereich, insbesondere in der Klima- und Energiemodellregion? Vor welchen Herausforderungen stehst du? Vielleicht eher im Sinne nicht, was uns zuerst schon ein bisschen der Rainer erläutert hat, sondern ins Detail gehend. Du hast, glaube ich, auch ein paar Projekte, wo es schon um sehr detaillierte Fragestellungen geht. Bitte, Matthias. Wir hören den Matthias. Jetzt. Nein, Matthias, wir hören dich leider nicht. Okay, besser? Ja, aber jetzt. Besser, ja. Gut. Also grundsätzlich kann ich alles, was der Peter sagt, voll unterstützen und bestätigen. Und das, die Vermutung von Alex, dass das quasi ein Bürokratieaufwand ist, auch mittlerweile selbst wahrnehmen. Das soll aber nicht demotivierend wirken, sondern ganz einfach, wir sind in einer Lernphase derzeit und das ist auch eine Herausforderung bei der Auswahl der ersten Partner, mit denen man eine Energiegemeinschaft gründen kann. In unserer Elsperre-Wienerwald in der Chemregion haben wir deswegen den Weg gewählt, dass wir jetzt sagen, im 22er Jahr, wir haben jetzt bereits eine Energiegenossenschaft gegründet und rund um das Umspannwerk Neulenkbach und 8 Gemeinden werden wahrscheinlich dieser Energiegenossenschaft beitreten. Ich bin gerade von Gemeinde zu Gemeinde unterwegs, um hier quasi die Beitritte zu erklären, für die Beitritte zu werben. Aber im Großen und Ganzen muss man nicht viel werben, man muss es ihnen erklären und die Zustimmung ist relativ rasch gegeben.
Und diese Gemeinden kennen sich untereinander. Also die handelnden Personen kennen sich untereinander. Und ich kündige auch immer im Vorhinein an, wir brauchen Leute, die oder juristische Personen, die in dieser Energiegemeinschaft drinnen sind, die Fehler akzeptieren, weil wir in einer Startphase sind. Die heißt das Jahr 2022, hier müssen wir lernen. Hier lernen wir aus Fehlern und durch die Fehler werden wir besser. Darf ich dich noch was fragen, Matthias? Genossenschaft sowohl mit Bürgern als auch mit Kommunen, also alle zusammen in einer Genossenschaft? Genau, das ist eine... Weil ich meine, verstehst du, das würde mich jetzt einmal interessieren, weil auf das würde ich dann gerne nochmal eingehen. Alex, das ist eine ganz wesentliche Frage, die mich derzeit im Kopf beschäftige, aber die ich nicht öffentlich stelle. Weil, ich stelle sie ja öffentlich. Ja, weil ich bin jetzt einmal froh, dass wir auf diesem Level sind in der Elsperre Wienerwald, wo wir beschlossen haben, die Gemeinden mit der Genossenschaft bei. Und die Gemeinden werden zu einem Kommunaltarif untereinander Strom austauschen. Und zwar primär von kommunalen Anlagen für kommunale Anlagen. Das heißt, die Stromlieferanten sind gemeindeeigene Anlagen. Und die Stromabnehmer sind gemeindeeigene Anlagen. Warum? Weil hier die Gemeinden verstehen, beziehungsweise verstehen gelernt haben, wenn sie einen günstigen Strom haben, müssen sie diesen auch günstig hergeben. Wir haben im letzten Sommer eine doch ausgiebigere Runde durch unsere Ortschaften gemacht in der KEM. Mittels LIDER, Fördermittel, konnten wir hier ein LIDER-Projekt Energiegemeinschaften durchführen, wo wir wirklich viele Leute, ich sage mal 500 bis 700 Leute, auf verschiedenen Standorten informieren konnten rund um die Energiegemeinschaft. Alles, was wir damals wussten, ja, es war wirklich noch nicht viel bekannt, aber wir wussten doch ein bisschen was, hatten dementsprechend gute Begleiter, auch der Hubert Fechner war bei uns immer da als Referent dabei. Und da haben wir gesehen, dass die Privaten, die ihre Photovoltaikanlage in die Energiegemeinschaft hineinbringen wollen, primär in die Energiegemeinschaft hinein wollen, um quasi den Überschussstrom zu einem nicht unrentablen Preis. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich gebe dir ja recht. Also alles, was du erzählst, wir haben ja nur Leute in der Energiegemeinschaft, die selber eine PV-Anlage besitzen. Genau. Also ich habe ja nur Produzenten oder Prosumer, aber keine reinen Konsumenten. Genau, und deswegen gilt es jetzt... Auch die Apfelbauern, die am Markt sind, keine Apfelkäufer. Wir wollen ganz einfach deswegen in dieser Lernphase jetzt kommunalen Strom für kommunale Anlagen primär machen und im 23er Jahr die zivilgesellschaftliche Schiene eröffnen. Ob das jetzt eine parallele Genossenschaft wird oder ob wir durch eine Tarifstruktur in einer Genossenschaft alle Zielgruppen bedienen können, die Frage wollen wir heute noch nicht beantworten. Ich schätze einmal, dass wir im zweiten Halbjahr 2022 diese Frage intensiv bearbeiten werden müssen, um im 23er Jahr genau das für Zivilgesellschaft eröffnen zu können. Und was ist wichtiger, die Genossenschaft zu gründen oder PV-Anlagen zu bauen? PV-Anlagen zu bauen, weil wir brauchen jetzt für unsere kommunalen Stromabnehmer ja schon in Ökostrom. Das heißt, wir brauchen PV-Anlagen oder Wasserkraft- oder Windkraftanlagen, was auch immer, Biogasanlagen werden ein bisschen teuer, aber oder der Peter Mollner hat in einem Interview, ich weiß jetzt nicht wo, gesagt, wir sollten unsere Heizkraftwerke mit KWK-Anlagen ausstatten. Ja? Dort, wenn wir Wärme brauchen, brauchen wir Strom und so weiter. Wir brauchen Stromproduktionsanlagen, auf Teufel komm raus, Entschuldigung das Wort, aber das ist notwendig, und dann, wenn wir Ökostrom in der Region verfügbar in einer Energiegemeinschaft haben, können wir relativ rasch, weil die Stimmung ist gut, Consumer aufnehmen. Und das möchte ich auch noch kurz, was der Daniel, Wolfgang und Peter vorher diskutiert haben. Ich sehe nicht den Preis maßgeblich. Der ist jetzt oberflächlich primär immer relativ rasch das erste Argument. Nein, ich sehe das so, wie der Hubert Fechner mir das im 20er Jahr im Sommer schon gesagt hat. Du, das wird eine Identifikationsfrage. Wenn wir regionalen Ökostrom anbieten wollen, müssen wir Identifikation schaffen. Regionalen Ökostrom musst du irgendwie mit einer Marke transportieren und jeder will dazu. Dann breche ich die jetzt ab, weil dann freue ich mich auf den nächsten, auf dem Roland Kuras. Wenn wir über Marke reden,
ich glaube, dann ist er auch der Richtige. Ich kenne ihn eigentlich nur aus dem Bereich. Und er taucht immer mehr auf bei diesen Themen. Und dann schalte ich mich einfach raus und übergib jetzt gleich einmal an den Roland. Schön, dass du heute da bist. Grüß dich. Ja, einmal herzlichen Dank von meiner Seite. Ich muss nur noch schauen, ich glaube, ich brauche noch die Bildschirmfreigabe, dass ich die kriege. Du hast sie jetzt. Danke dir, herzlichen Dank. Okay, jetzt muss man schauen, dass ich das richtig mache. Und dann bin ich da. So, jetzt muss ich kurz in die Runde fragen, sieht man das so? Es sollte gleich kommen. Bis jetzt haben wir, ja, es ist da, aber wir sehen das PowerPoint und nicht die Präsentation. Ja, jetzt schaue ich nochmal, ob ich das so hinkriege. Jetzt, ich hoffe, jetzt funktioniert. Nein, wir sehen immer noch die Präsentation. Dann ich sehe schon die... Jetzt ist da. Braucht ein bisschen eine Verzögerung in dem Ganzen. Schönen Abend von meiner Seite. Ich sage immer, ich bin Techniker, arbeite mein ganzes Leben lang irgendwo in der Energiewirtschaft und habe da schon viele Erlebnisse drinnen. Und ich habe mich das erste Mal mit Fragestellung der Energiegemeinschaften und der lokalen Versorgung schon vor einigen Jahren auseinandergesetzt. Und es war dann ein emotionales Thema, darauf zu sagen, Energiegemeinschaften sind aus meiner Sicht der Weg zurück in die Zukunft. So hat die Stromversorgung und die Energieversorgung begonnen. Ich vergleiche das immer so, na, früher hat halt, sage ich mal, ein Bauer bei einem Bach mal eine kleine Turbine reingehängt oder ein Wasserrad, dann hat mal das Licht dort begonnen zu leuchten und dann hat der Nachbar gesagt, na, ich hätte das auch gern, aber ich sitze nicht direkt am Bach und dann hat man ein Kabel rübergehangen und so ist das Schritt für Schritt auch. Im Enderfolg sind dann so die kleinen Stadtwerke entstanden, die ja dann im Rahmen des ersten und zweiten verstaatlichten Gesetzes dann wieder verschwunden sind. Und jetzt geht man wieder zurück. Wir haben natürlich weiterhin das Monopol oder das natürliche Monopol des regionalen Netzbetreibers, aber die Energieversorgung kann wirklich regional gestärkt werden und kann man wirklich in der Region aufbauen. Ich möchte ein paar Worte über die Grätzl-Energie sagen. Über die Grätzl-Energie, das ist die erste Energiegemeinschaft, die in Wien ist. Es steht für Wienerinnen und Wiener. Ich möchte Sie da ein bisschen durchführen und da schauen. Jetzt schauen wir mal, ob das so weitergeht. Wunderbar. Gegründet wurde sie Mitte des Jahres, Ende Juni. Das war, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt oder kurz davor oder kurz danach. Wie auch das Gesetz dann rechtskräftig aufgesetzt worden ist. Wir haben viel über die Rechtsform nachgedacht. Auch so, ich denke mal, die Kollegen, die jetzt da auch schon aktiv drinnen sind, denken natürlich über die Rechtsform nach. Wir haben uns dann bewusst für eine Genossenschaft entschieden. Hat mehrere Beweggründe gegeben. Also ich habe dann auch schon, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, mich mit Genossenschaften auseinandergesetzt. Das war eher noch so ein bisschen ein Entwicklungsprozess. Ich habe mir zuerst gedacht, Genossenschaften ist, bitte mir um Verzeihung für die, die schon viel länger sich damit auseinandergesetzt, ein bisschen was Verstaubtes. Nein, also heute würde ich sagen, das ist wirklich genau das, was wir jetzt brauchen, weil eine Struktur schafft, wo ich sagen, wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann und darauf auch hineingehen. Und der wichtige Punkt, was jetzt auch zum Schluss, glaube ich, angesprochen worden ist zu sagen, da auch eine Verbindung unterhalb mit den Mitgliedern auch wirklich zu schaffen. Deswegen heißt auch unser Spruch dann, miteinander, füreinander. Es geht hier nicht nur darum, den günstigsten Strom zu bekommen, sondern es geht eben auch wirklich darum, miteinander, füreinander etwas zu tun. Weil der Grundgedanke ist ja neben dem Energieaustausch, was jetzt, glaube ich, sehr, sehr stark im Fokus liegt, natürlich auch darüber nachzudenken, nicht nur Energieaustausch zu haben, sondern genauso auch über Mobilitätsfragestellungen nachzudenken. Ich sehe das immer so, ohne die Fragestellung der Mobilität auch regional und überregional zu lösen, haben wir keine Chance, auch wirklich die Klimafrage zu lösen und da hineinzugehen. Und das bedeutet natürlich auch darin, in Mobilitätskonzepte anzusetzen. Das setzen wir auch schon an, zum Beispiel jetzt auch im 23., wo wir erste Initiativen setzen. Der 23. Bezirk ist jetzt nicht so der, sozusagen der High-Society-Bezirk,
wo man aber auch schaut, zum Beispiel da Mobilitätskonzepte über Rollerkonzepte, E-Scooters oder so etwas anzuregen, was bis jetzt nicht angeboten ist. Aber, und das ist auch wichtig, eben Firmen aktiv mit einzubinden, weil das ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, zu wenig betrachtet, dann hineinzugehen, auch soziale Aspekte umzusetzen. Ja. Energiearmut ist doch ein Thema, was schon die letzten Jahre immer wieder eine nicht unwesentliche Gruppe in Österreich betroffen hat. Und durch die steigenden Energiepreise, glaube ich, wird das auch ein Thema, was noch stärker in den Vordergrund kommt und wo wir hineingehen und was wir tun. Ich habe so ein bisschen eine Roadmap, die kommt dann später. Aber nochmal auf den Genossenschaftsgedanken zu kommen. Wir haben dann die unterschiedlichen Bereiche betrachtet. Natürlich kann man das als Verein organisieren. Man könnte es natürlich auch als GmbH organisieren. Verein ist, glaube ich, das, was auch schon zuerst angesprochen ist. Darf man nicht unterschätzen, was natürlich da für Haftungsfragen da sind. Also das ist natürlich eine Sache. Und mittelfristig ist es natürlich auch das Ziel, damit wirklich auch Anlagen, ob das jetzt Photovoltaikanlagen, Speicheranlagen oder sonstige Hardwareanlagen auch wirklich innerhalb der Gemeinschaft mit aufzubauen. Und das haben wir gesagt, na, also Verein würden wir jetzt mal ausschließen. Dann war natürlich der Gedanke vielleicht, das als GmbH zu setzen. Dann ist das natürlich, aber das kennen Sie eh alles, natürlich eine Frage, wie kann man Mitglieder leicht aufnehmen? Und da ist aus unserer Sicht dann die Genossenschaft doch ein sehr, sehr gutes Mittel. Das heißt, wir haben die Genossenschaft dann so strukturiert, dass eine Privatperson einen Anteil über, in dem Fall über 50 Euro einmalig erwerben kann. Eine Firma hat dann zum Beispiel zwei Anteile über 100 Euro, was es erwirbt, aber alle haben nur ein Stimmrecht, das heißt das Kopfstimmrecht, darüber zu sehen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, die Haftung ist so geregelt, dass sie maximal das Doppelte betrifft. Das heißt, wenn jetzt eine Privatperson einen Anteil hat von 50 Euro, dann ist die Haftung auf nochmal 50 Euro beschränkt, also maximal. Also können da 100 Euro in dem Bereich anfallen. Und das ist die Haftungsbeschränkung, die sich da ergibt. Gründung eben nochmal da, der 29. Juni 2021. Wir haben dann im Vorfeld, und das hängt auch über die Verbindung, die wir halt als Beratungsunternehmen haben, haben wir im Vorfeld schon immer in unserem Umfeld mit Firmen Verbindung gehabt. Und da ist zum Beispiel die Firma W.A. Richter, die im 23. nicht unweit von uns da ist. Und da war das schon eine aktive Entscheidung der Firma zu sagen, naja, wir bauen unsere Photovoltaikanlage, die haben ein perfektes Schettdach oben, wir bauen unsere PV-Anlage etwas größer, in dem Fall heißt es doppelt so groß eigentlich als ursprünglich geplant, und die ist dann auch Ende August, Anfang September auch wirklich in Betrieb gegangen und da hinein liefert derzeit Strom. Ich komme dann noch dazu auf ein paar Dinge, die natürlich abwicklungstechnisch noch zu berücksichtigen sind, was auch die Vorredner angesprochen haben. Wie funktioniert das bei den Netzbetreibern? Was kann man da machen und was da ist? Wir haben dann im Dezember, und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, am Anfang bei der Gründung war ein Vorstand, ein Doppelvorstand, der gewählt worden ist innerhalb der Genossenschaft. Uns war es aber auch wichtig, dann schon auch mit einem Aufsichtsrat zu wählen. Der wurde dann in einer außerordentlichen Generalversammlung im Dezember 2021 auch gewählt, wo wir auf der einen Seite Rechtsexperten bei uns mit aufgenommen haben, wo wir auf der anderen Seite aber auch genauso noch wirklich Leute aus der Wirtschaft gesehen haben und da drinnen. Und dann, und das war uns auch ein großes Anliegen, dann eben nochmal wem aus dem Bereich Mobilitätskonzepte damit aufzunehmen, weil unser Schwerpunkt jetzt eher in dem Bereich Energiewirtschaft liegt und da das noch zu verstärken. Was dann jetzt mit Ende Februar passieren wird, ist, dass wir auch die ersten Investitionsmodelle bringen. Da wird ein Projekt im 23. gestartet, wo man sich auch mit beteiligen kann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das wurde so auch angesprochen, von Betongold zu Sonnengold. Ja, wir gehen dahingehend, es ist ein stabiles Investment
wo man hineingehen kann und wo man darüber das mit unterstützen kann, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir werden Anlagen brauchen, sowohl Photovoltaikanlagen, und ich sage das auch bewusst, da mache ich mich nicht immer beliebt, wir werden auch mehr Windräder brauchen, um diese Energiewende auch wirklich stabil und hinzubekommen und das zu organisieren. Sage ich mir, im Winter scheint einfach die Sonne ein bisschen weniger, aber so wie man es zum Beispiel auch heute hat, der Wind bläst ein bisschen mehr und gegenseitig miteinander wird sich das ergänzen. Vom Ablauf her möchte ich ein paar Worte nur organisatorische Dinge ansprechen, und da sind viele Dinge zu organisieren. Da sind viele Dinge zu organisieren. Wir unterstützen auch andere Energiegemeinschaften. Da dürfen wir zum Beispiel auch mit der Thermenstrom zusammenarbeiten, aber auch andere. Man sagt, na gut, wie kann man das effizient und effektiv auch aufsetzen? Das beginnt, klärt man die Punkte, wie das auf der Netztechnisch miteinander verbunden ist, auch angesprochen. Ja, die Smart Meter sind noch nicht so weit, wie man sich wünscht. Ja. Die Ausrollung geht jetzt stärker voran, in unterschiedlichen Regionen mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Ich kann es nur jetzt so sagen auch, wir sehen das in Wien, wenn wir da neue Mitglieder aufnehmen, da muss ich mal wirklich auf Holz klopfen, kann ich sagen, geht das eigentlich sehr positiv und schnell. Ich kann es jetzt von anderen Regionen jetzt nicht so beantworten, aber oft ist das innerhalb von ein paar Tagen, dass ein Smart Meter nachgerüstet wird. Ich will aber nicht sagen, dass das eine generelle Aussage dazu ist. Es sind noch viele Vertragsstrukturen zu regeln, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Da sind Netzverträge zu regeln, das ist da. Also man braucht natürlich auch dann Regelungen, und um zu sagen, es wird vielleicht nicht jeder sagen, naja, ich habe jetzt da eine günstige Dachfläche, ich will aber meine Photovoltaikanlage jetzt nicht selber investieren, sondern da auch in Dachflächen voranzugehen und da etwas zu machen. Wie wir begonnen haben, haben wir uns zuerst gedacht, und wir haben die ersten Untersuchungen auch in Niederösterreich für unterschiedliche Regionen gemacht, haben uns zuerst gedacht, naja, der Wiener Bezirk ist jetzt nicht so wirklich der Top-Bezirk dafür, aber es hat sich genau andersrum dargestellt. Auf der einen Seite hat man wirklich sehr, sehr viel Dachfläche zur Verfügung, ja, wo auch Gewerbe- und Industrieunternehmen das Interesse haben, die bereitzustellen oder auch selber zu nutzen. Und man hat schon auch, und das ist der 23. so ein Mischbezirk mit einer Anzahl von vielen privaten Haushalten, wo man auch gemerkt hat, ja, die gehen auch da mit hinein und so. Kann man aktiv das Ganze mit betreuen und schaut zu machen. Was auch angesprochen worden ist, wie erfolgt der Datenaustausch? Es gibt da im Prinzip zwei zentrale Datenbanken, wo die Daten im Moment tagesaktuell übermittelt werden. Man muss aber, da kann ich auch nur dem Peter Mollner recht geben, das ist nicht immer so stabil, wie man sich's wünscht. Also im Normalfall sollten sie spätestens am nächsten Tag in der Früh da sein, die Daten von der Verbrauchsstruktur. Wir sind da auch als Dienstleister schon länger mit da oben. Da gibt es oft einen Zeitversatz, das können auch mal 2 oder auch 3 Tage sein, wo dann die Daten kommen. Wir haben jetzt bewusst auch aufgesetzt die erste Energiegemeinschaft, wo wir sagen, gut, da funktioniert wirklich ein Datenaustausch. Da haben wir mit den lokalen Netzbetreibern, den Wiener Netzen, eigentlich soweit alles geregelt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Haushalte dabei, auf der anderen Seite Gewerbeunternehmen. Wir als Power Solution Energieberatung GmbH sind auch mit da drinnen. Und wir haben jetzt da die erste eben Photovoltaikanlage von Bea Richter mit eingebunden. Wir haben jetzt vertraglich alles geregelt, und ich hoffe bald, dass wir auch den Datenaustausch darüber regeln können, weil das ist ein wichtiger Punkt, um das alles auch wirklich lebendig zu haben und da dann auch entsprechend vorgehen zu können und das zu machen und da hineinzugehen. Ich will das nur, das ist, glaube ich, in der Gruppe hier weitestgehend bekannt, aber es, glaube ich, doch noch mal kurz anzusprechen, ist der Unterschied.
baue ich das, so wie, glaube ich, auch von einem Kollegen zuerst angesprochen habe, mehr in einen kleinen Rahmen. Ich habe vielleicht eine Photovoltaikanlage und will das die 2, 3 Häuser im Umfeld versorgen, dann habe ich mehr eine lokale Energiegemeinschaft. Was wir aber erkennen, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Energiegemeinschaften, ich bin schnell in einem Netzgebiet, wo doch eine größere Verflechtung ist, auch mit einem Umspannwerk hin, dann bin ich in einer regionalen Energiegemeinschaft, also dort, wo wir derzeit agieren oder wo wir was machen können, sind wir in einer regionalen. Ich kann es jetzt auch da von unserer Seite her sagen, die Energiegemeinschaft, wo wir jetzt den Datenaustausch haben, die haben wir auch als regionale Energiegemeinschaft aufgesetzt. Ich gebe es nur ein Beispiel, das ist weniger eine Frage der Entfernung, wie weit wer weg ist. Zum Beispiel die Photovoltaikanlage von BA Richter ist ein paar hundert Meter weg. Aber wir sind dann, weil das eben auch ein Unternehmen ist, das dann auch schon auf einer Mittelspannungsebene versorgt wird. Das heißt, wir sind auch da schon in einer regionalen Verflechtung drinnen. Und das sehen wir auch in anderen Bereichen, dass wir schnell in eine regionale Umsetzung hineingehen. Also lokal ist, glaube ich, wirklich nur sehr, sehr klein aufgebaut, was man machen kann. Das ist so ein bisschen die Roadmap, wo wir uns bewegen. Wichtig ist Kommunikation. Ich glaube auch nicht, dass der Preis so das ist, wo man aufsetzen soll. Ja, das ist da. Wir haben jetzt ganz, ganz stark den Punkt noch hinsichtlich Smart Meter, ja, wo wir bewusst darauf schauen, noch stärker zu schauen. Wir sind jetzt dabei, dass wir sagen, wir wollen ungefähr 150 Unternehmen und Haushalte jetzt mal im 23. miteinander verbinden. Wie schnell passiert das? Die Mobilitätskonzepte aufzusetzen und dann schon noch stärker eben in Richtung PV-Anlagen, Ausbau und Speicher mit hineinzugehen. Und das Bild möchte ich mit einem Wort noch abschließen. Es ist uns auch ein großes Anliegen, dann zum Beispiel eben Unternehmen, die jetzt eine eigene PV-Anlage dazu zu bewegen, einen gewissen Anteil ihres Stroms über Sozialprojekte auch zu spenden, weil das ist ein Aspekt, der, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird. Und damit bin ich auch schon am Ende, weil ich merke das immer, wenn das Bild erscheint, dass ich sozusagen am Ende meiner Zeit bin und sage mal danke schon. Sehr aufmerksam, vielen Dank. Ich glaube, wir sind noch recht gut in der Zeit, aber dennoch möchte ich gleich Christian Mesterhasi bitten, nämlich aus seiner Sicht zu berichten und vor allem von der Thermenstromgenossenschaft, die auch schon am Start ist. Und auch dort gibt es vieles zu berichten, was für unseren Kreis heute interessant sein wird. Ja, hallo, guten Abend. Jetzt einmal an die ganze Runde. Mein Name ist Christian Mesterhasi. Ich bin Energie- und Umweltgemeinderat der Gemeinde Dattendorf. Und wenn man jetzt mal ganz kurz mir den Bildschirm auch freigibt, dann kann ich ein paar Folien herzeigen, was die Thermenstrom betrifft. Wenn nicht, ich kann es auch gerne mal ohne Folie probieren. Ich glaube, der Roland müsste mal aussteigen. Genau, ich glaube, der Roland, wenn noch aussteigen könnte. Gut, die Idee der Gründung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, also Energiegenossenschaft, ist bereits vor vielen Monaten entstanden. Wir haben da wirklich Pionierarbeit geleistet. Ich habe auch mich eingehend mit dem Thema beschäftigt und informiert. Und nachdem ich am Ende der Vortragenden in Bezug auf verschiedene Arten der Energiegemeinschaft einer der letzten bin, muss ich meinen Vorrednern Roland Kuras, Peter Mollner und auch Matthias Zawinowski natürlich recht geben. Für uns war die richtige Form der Energiegemeinschaft, in dem Fall der erneuerbaren Energiegemeinschaft, auch die Genossenschaftsform. Wir haben das gemeinsam mit dem ÖGV gegründet. Und das Wichtigste dabei war uns die Rechts- und die Haftungssicherheit. Und die ist hier eindeutig gegeben. Und wie der Peter Mollner schon richtig gesagt hat, am Ende seines Vortrages, ist es ja so, dass bei einem Verein der Obmann haftet. Und ich denke mal, da geht es nicht um wenig, wofür dann gerade stehen muss oder sollte. Aber
Im Fokus stand bei uns am Anfang vor circa 2 Jahren die Überlegung einer energieautarken Gemeinde. Wie schaffen wir das? Wie kommen wir dorthin? Und es ist ja nicht nur die Energiegemeinschaft, der wichtige Rolle, sondern auch die Vorgehensweise einer Gemeinde. Und das ist genau das, also was der Roland Kuras, der mit mir gemeinsam in dem Vorstand der Thermenstrom ist, was der Roland Kuras im urbanen Raum macht, im 23. Bezirk, ist für uns im ländlichen Raum jetzt einmal der Auftrag. Und wir haben hier in der Gemeinde, in der E5-Gemeinde Dattendorf, damit begonnen, uns das zu überlegen und hier mal uns auch entschlossen, Pionierarbeit zu leisten und diese Genossenschaft zu gründen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, die man wählen kann. Das eine ist, den lokalen Weg zu wählen, ja, den Weg einer lokalen Energiegemeinschaft und den Weg einer regionalen Energiegemeinschaft. Und wenn wir bei uns über die Region reden, ich bin ja auch K-Manager der KEM Ebrechtsdorf, dann reden wir über 10 Gemeinden, dann reden wir über Netzebenen und dann reden wir über Trafos und Umspannwerke, wie der Strom dann im Endeffekt fließen soll. Deshalb auch der Roland Kuras als absoluter Experte, an Bord. Unsere Aufgabe in der Gemeinde ist es, hier wirklich diese zuerst angesprochene Pionierarbeit zu leisten und möglichst viele Prosumer, Konsumenten und so weiter, natürlich auch Betriebe und Landwirtschaften mit an Bord zu bekommen. Und nachdem der eigentliche Energiehandel im Moment etwas zäh läuft, ist es unsere Aufgabe oder haben wir uns darauf fokussiert, im ersten Schritt wirklich die erneuerbare Energie auszubauen, sprich in erster Linie natürlich Photovoltaikanlagen, da fühlt sich jeder betroffen, aber es sind natürlich auch andere Dinge oder andere erneuerbare Energieträger wichtig, wie zum Beispiel, wir haben 3 Kleinwasserkraftwerke im Ort, die das sehr gut dann wenn einmal nicht die Sonne scheint, bei uns den Strom anreichern, die liefern immerhin bis zu 750.000 Kilowattstunden. Das heißt, wir können in etwa damit 150 Haushalte versorgen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir einen guten Mix aus der erneuerbaren Energie in die Gemeinde hineinbringen. Aber es spielt natürlich auch nicht nur die Energieerzeugung eine Rolle, sondern auch die Steigerung der Energieeffizienz. Wir haben uns entschlossen, E5-Gemeinde zu werden. Hier steht die Energieeffizienz in einem sehr starken, ausgeprägten Fokus, der uns hilft, auch hier Energie einzusparen, wie zum Beispiel LED-Ausbau oder thermische Sanierung von Gebäuden und so weiter. Aber auch, wie es der Roland angesprochen hat, die Mobilität spielt eine sehr große Rolle, in dem Fall die Mobilitätsgemeinschaft. Alle Formen der E-Mobilität. Wir haben hier so ein kleines E-Carsharing-Modell mit einem Auto seit einigen Jahren laufen und haben aber vor, das also wirklich auch auszubauen und unser Modell, ja, das ich jetzt einmal so kurz beschrieben habe, auf die Region auszuweiten. Wir sind gern bereit, hier die Knochenarbeit zu leisten und im ersten Schritt sozusagen alles vorbereiten, dass dann, und wie es der Matthias Zawikowski genau den gleichen Weg gewählt hat, nämlich über die Gemeinden, ja, die Bürger und Bürgerinnen zu erreichen. Und ich glaube, das wird auch gelingen, denn wir haben zum Beispiel jetzt hier in Dattendorf einen massiven Ausbau an erneuerbarer Energie, sprich also in erster Linie den Ausbau der Photovoltaik am Speiseplan. Das heißt, wir werden wir haben uns für heuer vorgenommen, alle öffentlichen Gebäude mit Photovoltaik auszustatten und auf die Dächer rauf zu montieren, was geht, und dann auch den Überschussstrom an die Bevölkerung sozusagen in Form oder über diese Thermenstrom dann in der Bevölkerung zu verteilen. Ja, im Großen und Ganzen brauche ich jetzt gar keine Folien mehr herzeigen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen unter Zeitnot. Ich sehe zwar noch niemanden, der mich auf die Zeit aufmerksam macht, aber bin auch gerne bereit, weitere Fragen zu beantworten. Und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier unsere Thermenstrom einmal präsentieren durfte. Vielen Dank, Christian.